Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play oder Livestream, je nachdem wann ihr einschaltet, zu World of Warcraft. Und heute bin ich hier in Drustvar. Das ist mein drittes Gebiet in Kul'Tiras bei der Allianz. Heute versuche ich dieses Gebiet weiter zu eröffnen, weitere Punkte in der Geschichte zu erledigen. Und wenn wir mal in die Quests reinschauen, dann seht ihr hier, 1 von 10 erst geschafft. Also das letzte Bildnis habe ich erledigt und jetzt versuche ich ganz viele von diesen Kapiteln noch abzuschließen. Ich glaube im Moment bin ich bei die Beweislast. Das ist das zweite. Und das ist deshalb, weil hier steht Lucilla Kronsteig. Das ist die Tochter eines Adeligen oder des Herrschers hier von Drustvar, würde ich sagen. Drustvar wird überdauern. Und es tut mir leid, dass ihr zwischen die Fronten geraten seid. Das sind wirklich gute Menschen hier, aber die Zeiten sind grausam. Rast und Schotbruch. Die denken, soweit ich das mitbekommen habe, dass sie eine Hexe ist. Und das sind die Bediensteten von Herrn Kronsteig. Ja, und die versuchen jetzt sie zu retten. Aber sie hat gesagt, die sollen nicht gewaltsam einstreiten. Und was ich jetzt tun soll, ja, ich soll Beweise finden, dass sie nicht schuldig ist. Das ist jetzt also meine Aufgabe. Und wenn wir da einiges machen, dann kommen wir im Glutorden auf den freundlichen Ruf. Hier unten seht ihr meinen Ruf unter diesen ganzen Followern und sowas, die ich habe. Da ist der Glutorden gerade mal 797 von 3000. Ich muss also noch ein bisschen was tun für diesen Ruf. Und wenn der dann auf freundlich ist, dann geht's richtig los. Dann geht meine Kriegskampagne weiter. Da fehlt nämlich nur noch der freundliche Ruf. Dann können wir die Hauptgeschichte spielen sozusagen. Der Abschluss dieses Kapitels gewährt euch Weltquests. Also nur noch den Ruf hochkriegen, dann kriege ich Weltquests. Das ist doch mal was. Und Nabend Gott der Herr, da hat sich aber einer einen Namen einfallen lassen. Interessant, interessant. Und schön, dass du da bist. Jetzt geht's hier erstmal mit der Storyquest weiter. Wir müssen umgehend handeln. Genau, die wollen jetzt die Frau da retten. Die Augen des Waldes. Je schneller ich Fräulein Kronsteig nach Aroms Wehr zurückgeleiten kann, desto besser. Aber ich werde ihren Wünschen folgen, wenn wir ihre Sicherheit gewährleisten können. In diesen Landen gehen düstere Dinge vor sich, die ihr nicht richtig versteht. Wenn wir verweilen müssen, müssen wir Vorbereitungen treffen. Die Tiere in den Wäldern dienen den düsteren Mächten als Augen. Tötet sie. So, 4 Raben und 6 Streuner erledigen, dann geht's wieder mit dem Herz von Azeroth weiter. Und im Falle eines Überfalls in diesen Wäldern gibt es mehr, um das man sich Sorgen machen muss, als nur wilde Tiere. Unser Feind nutzt Konstrukte aus Weidenruten und Gebeinen. 6 Fallen im Wald platzieren. Um dem Haus Kronsteig. Genau, die guten alten Kronsteigs. Und ihr seht, dann habe ich noch viel mehr zu tun. Also wenn das hier fertig ist, dann gehen wir bestimmt auch mal hier zu Grabesblüten. Dann gehen wir hier mal Schweinskotelett erledigen. Dann gehen wir hier diese Quest abgeben. Also wir haben noch einiges zu tun. Aber zum Glück auch Reitpunkte und Flugpunkte. Jo, und es gibt natürlich weiterhin ab und zu mal einen Named. Einen kleinen Mini-Weltboss. Den werden wir auch angehen. Und ja, wenn ihr Fragen zu WoW habt, zu meinem Kanal, zu mir oder zu der Soundqualität gerade, also das Spiel zu laut ist oder ich, dann schreibt es ruhig in den Chat. Ich lese mit und versuche dann mein Möglichstes zu tun, um zu beantworten oder die Sounds besser einzustellen, damit es euch besser gefällt hier. So, jetzt muss ich erstmal wieder, ne, ihr seht es ja, einfach nur Fallen und Mobs erledigen. Die Quest scheint jetzt nicht so hilfreich zu sein, um diese Frau da zu retten. Aber ich mache einfach mal mit, was die sagen und hoffe, dass die dadurch die Frau irgendwann vom Galgen retten. Das wäre ja heftig, wenn die nachher am Galgen landen würde, aber das glaube ich nicht. Die Bewohner von Drustvar werden nicht so heftig damit umgehen, denke ich mir. Die Raben müssen wir auch, ja. Auch von den gelben Mobs, 4 Stück. Also viel Geklopfe. Ex brauche ich keins mehr. Also EP brauche ich keine mehr, weil ich bin 120. Max Level sozusagen.
Ich bin halt aber noch immer am dritten Gebiet von der Allianz. Also noch relativ früh im Spiel. Weil es gibt ja auch noch das Gebiet von der Horde. Ja, also hier, Sandala hat ja auch nochmal drei Gebiete und da bin ich bis jetzt immer nur am Brückenkopf gewesen hier unten. Ich bin mal gespannt, was ich da noch alles erledigen muss. Es gibt also echt viel zu tun in dem Add-on. Und wenn man jede Woche nur zwei, drei Stündchen spielt, dann merke ich doch, dass man ein paar Monate braucht. Aber das ist ja auch schön gerade daran, dass man mit so einem Add-on, was ja auch 39 Euro oder so gekostet hat, dann doch ziemlich viel Spaß haben kann. Und lange Spaß haben kann vor allem Dingen. Nicht so eine 2-Stunden-Kampagne und dann ist das Thema durch, sondern man hat richtig viel Gebiet zu sehen, man hat richtig viele Storys. Ein paar Cutscenes sind mittlerweile ja auch dabei. So. Jetzt gehen wir mal den Named da killen, würde ich sagen. Ne? Wenn das Sternchen doch so schön auf der Minimap zu sehen ist. Ist er das? Ne. Wir müssten irgendwo da hinten, wo die 2 sind. Naja. Ich und Arias ist meistens ein Problem. Ich bin meistens so der Solo-Zauberer hier. So, zack. Also Solo-Damage-Zauberer, nicht so der Area-Nutzer. Aha, und da haben wir schon eine Quest fertig. Wenn übrigens der Kampf zu laut ist und ihr mich da nicht versteht, schreibt es einfach in den Chat. Wenn er mich gut versteht, ist alles wunderbar. So, von den Streunern brauchen wir noch die 2. Dann haben wir das auch schon. Oh nö. Okay. Wir hätten nur die 2 gebraucht, aber der dritte will mitspielen. Immer diese Ads. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Streuner sind auch fertig. Jetzt fehlen mir noch 3 Raben. Und der Named, der hier irgendwo läuft. Oh, oh. Ich muss Damage machen. So. Sehr gut. Manchmal mal ist ja ganz schön knapp hier. Ach, da, die gelben sind die Raben. Da muss ich mal dran denken. Die sind da oben in den Bäumen und so. Okay. Wo ist denn jetzt dieser Named? Irgendwo da in dem Zelt, wie es aussieht. Hagedorns Felder. Jawohl. Und? Oh, oh. Oh, nee. Die kommen alle dazu, bestimmt. Jo. Der macht schon mal die da weg. Ich helfe mal schnell. Ja, ich habe gerade kein Spiegelbild und kein... Ach komm. Versuchen wir es mal. Ich glaube, es war gar nicht mal so gut mit dem Versuch. Ich laufe dann doch lieber mal was weg. So. Oh, immer ich. Warum gehen die immer auf mich? So. Ja, hau mal drauf hier. Ich bin im Eisblock. Haha, ich hätte auf das Spiegelbild warten sollen. Aber wenn ich jetzt wiederkomme, dann ist es da. Sehr gut. Gemeinsam kriegen wir ihn wohl kaputt. Mit der Zeitkrümmung hätte ich den auch vielleicht solo geschafft. Aber seitdem ich 120 bin, sind die Mobs alle ein bisschen stärker geworden. Also so bei der Levelphase bis 119 waren die alle gar kein Problem. Aber so auf 120 muss man sich manchmal sogar anstrengen. Da sind sie manchmal ein bisschen nervig. So. Und jawohl. Wieder Herz von Azeroth und stachelgenähter Großumhang. Leider wieder über 10 Itemstufen weniger als die, die ich habe.
Schade. Hat also wieder nicht so viel gebracht. Jetzt machen wir mal ein paar von den Raben. So. Dann haben wir wieder zwei Quests erledigt. Mal gucken, ob wir sie dann retten können. Die Tochter. Naja, die Holzmotte brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ihn. Ne. Ihn. So. Wachsame Raben. Aber von wem kommen die? Ich weiß immer noch nicht, welcher Boss hier auf uns wartet am Ende. So, und noch ein einziger Rabe, dann haben wir es. Können wir schon mal in die Richtung der Quest. Da sitzt ja auch schon wieder einer. Wie sieht das denn bei euch aus? Seid ihr schon alle Raid-fähig in WoW? Habt ihr WoW eigentlich auch so lange gespielt? Oder seid ihr schon seit Legion wieder weg? Oder habt ihr Battle for Azeroth einfach nicht geholt? Würde mich mal gerne interessieren hier, die Zuschauer, wie weit ihr bei WoW seid. Oder habt ihr gerade einen Starter-Account und das alles nur mal getestet? Oh, sie sind sich immer noch beim Beschweren da. Hört also die Bewohner? So, kein Tier in Sicht. Gut, alles erledigt. Wunderbar. Wieder ein bisschen Artefakt macht. Bald ist auch wieder ein Level up. Und gut, diese Fallen sollten uns warnen, wenn irgendwas versucht, sich aus den Wäldern heranzuschleichen. Ich hoffe, ihr habt uns etwas Zeit verschafft, Festländer. Ich will nur hoffen, dass diese Dörfler, Fräulein Kronsteig, wirklich nichts Böses wollen. Wachtmeister, fahrt fort mit diesem Prozess. Endlich! Lasst uns fortfahren! Hat Fräulein Kronsteig entschieden, wie sie geprüft werden möchte? Ach, das war's schon. Er hat nur mal kurz gefragt. Jetzt muss ich wohl mit dir reden. Seid gegrüßt, Festländer. Prüfungen des Aberglaubens. Die Leute hier haben schon lange ihren Aberglauben, was Hexerei betrifft. Doch erst in letzter Zeit ist dieser Aberglaube zur Realität geworden. Die Traditionen bestimmen, dass jemand, der wegen Hexerei angeklagt ist, wählen darf, welche der verlangten Prüfungen durchgeführt werden. Die Dorfbewohner hier haben ganz klar seltsame Vorstellungen davon, was Hexen tun können und was nicht. Sprech mit ihnen, dann finden wir heraus, wie wir meine Unschuld beweisen können. Befragt 5 Bewohner von Schnitztal. Der Zirkel wird büßen für seine Gräueltaten. Okay. So, das hier sind Bewohner. Ich habe zuvor noch nie eine echte Hexe gesehen. Ist das nicht aufregend? Das ist keine echte. Wie kann man beweisen, dass jemand keine Hexe ist? Vor einiger Zeit habe ich eine Geschichte von einer Hexe gehört, die in den Sümpfen lebt. Den Bürgern fiel auf, dass die Hexe nicht von den Blutfliegen belästigt wurde und so wurde sie entlarvt. Alle wurden von den Fliegen gebissen, nur die Hexe nicht. Man sagt, dass das Blut einer Hexe so faulig ist, dass nicht einmal Blutfliegen es haben wollen. Oh. Das könnte natürlich sein. Der Fluch der Hexe hat mir meinen Sohn genommen. Heute wird sie dafür bezahlen. Wie kann man das beweisen? Früher haben wir sie einfach mit Gewichten beschwert in den Fluss versenkt. Wenn sie wieder aufgetaucht sind, dann wussten wir, dass sie einen Pakt mit dem Bösen eingegangen waren. Danach haben sie Bekanntschaft mit unserem Galgen gemacht. Das ist der einzige Weg, wie eine Hexe ihre Unschuld beweisen kann, wenn ihr mich fragt. Also entweder ertränken oder an Galgen. Ist klar. So. Der Fluch über unserem Dorf muss endlich gebrochen werden. Ich bin mir sicher, dass wir nur die Hexe töten müssen, die uns verflucht hat, und alles ist vorbei. Ich bin mir nicht sicher. Man sagt, dass sich Hexen niemals übergeben können, weil ihre Mägen fortwährend von den bösen Geistern, die darin wohnen, geleert werden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie wir das beweisen können. Möge die See den Zirkel holen.
Ja, aber das hört sich ja sinnvoll an. Also dieses mit dem Blutfliegen und das mit dem Brechen, das kann man ja noch simulieren, theoretisch. So, der vierte. Diese Frau hat das Böse in unser Dorf gebracht. Dafür muss sie bezahlen. Ich habe gehört, dass die Haut von Hexen nicht verbrennen kann. Deswegen werden sie bei uns auch gehängt, wenn sie hier für schuldig befunden werden. Wenn ihr mich überzeugen wollt, dann zündet sie doch an. Dann würden wir auf jeden Fall sehen, dass sie brennt. Dieser Prozess ist schrecklich, aber die Gerechtigkeit muss in Schnitztal obsiegen. Meine Mama hat mir immer gesagt, dass Hexen niemals weinen können, egal wie traurig sie sind. Frau Kronstreck hat keine einzige Träne vergossen, als sie gehört hat, dass sie vor Gericht kommen soll. Sie muss eine Hexe sein. Okay, das sind also die ganzen, ja, Einwände. Nun, das sind wahrlich interessante Glaubensvorstellungen. Ich glaube, das mit dem Feuer und dem Ertränken kann man doch auslassen, oder? Dann bleiben uns wohl nur noch drei Prüfungen. So, die Lösung stinkt. Die erste Prüfung sollte nicht sonderlich schwer sein. Auch wenn ich es nicht oft tue, kann ich zweifelsohne weinen. Aber um ehrlich zu sein, musste ich das noch nie auf Kommando. Sammelt einige saftige Zwiebeln auf Hagendons Feldern und dann geht das. Okay, die Felder kennen wir. So, dann wird sie weinen. Blutsaugersammlung. Ich kenne den Biss der Blutfliege nur allzu gut. In den Feldern um das Kronstein-Anwesen sind sie überall herumgeschwirrt, auch wenn es mir ein Ekel ist, sie in meine Nähe kommen zu lassen, bin ich gewillt, mich mit diesem Ärgernis auseinanderzusetzen. Findet ein leeres Glas und benutzt 6 schwärmende Blutfliegen. Oh, nee, ist klar. So, dann kriegt sie auch Blut abgezapft. Und Risiken und Nebenwirkungen. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich auf diese letzte Prüfung freue, doch alles ist besser, als in Brand gesteckt zu werden. Es das heißt, dass Hexen nicht schlecht wird. Also sammelt 5 intakte Giftdrüsen von den Seichtwasser Saurolisken bei der Galgenschere. Also dann wird ihr schlecht werden. Ja, dann sind auf jeden Fall schon 3 von den Bewohnern überzeugt, dass sie keine Hexe ist. Das ist doch schon mal gut. Hier haben wir Glas. So. Und dann können wir uns mal auf den Weg machen. Also, jetzt haben wir ja doch einiges zu tun. Blutfliegen, Giftdrüsen, Zwiebeln. Kriegen wir hin. Und dann wird sie sogar vielleicht befreit. Na, ich bin mal gespannt, was da noch alles passiert. So, hoffentlich muss man die nicht auch noch bekämpfen. Und, jawohl. Das waren doch schon mal die ersten. Davon jetzt 6 Stück. Dann die Saurolisken, die hier rumhängen, alle. Und da die Meeresstängel, oder was ist das? Alchemie? Ja. Sah nur wie Alchemie aus, ist aber irgendwie nichts. Doch, Meeresstängel, genau. Wo sind sie denn? Auf der Minimap sieht man sie, hier sieht man sie nicht. Okay, jetzt aber. Die ersten Giftdrüsen. Boah. Die gingen jetzt aber schnell down. Schade. Eine bei 2 Gegnern. Das bedeutet wieder ein paar mehr davon erledigen. So, die erste Quest ist fertig. Blutfliegen sind gefangen. Ja, keine Ahnung, wo diese Meeresstängel sind. Egal. Jetzt gehen wir Richtung Feld. Da holen wir dann noch Zwiebeln, damit sie weint. Ja, war ich wieder ein bisschen zu schnell, wenig gereckt. Manchmal muss ich doch ein bisschen mehr recken. Hilft, wenn man nur so ein Stoffi ist. Och nö. Egal in welchem Spiel,
Mein Inventar ist immer voll. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich esse mal diesen Eintopf hier. So. Dann die zottige Mähne kann weg. Ein bisschen was aufräumen. Mag ja wichtig sein, aber habe ich keinen Bock zu. So. Okay. Dann. Ach, da ist noch ein Ausrufezeichen. Da ist. Ach, der Hagedorn, dem. Um dem seine Felder geht's, wegen den Zwiebeln. Der hat auch noch eine eigene Quest. Ah, ja. Also doch noch einiges zu tun. Und wie gesagt, alle, die zuschauen, einfach in den Chat schreiben, Fragen stellen. Ich versuche, die dann zu beantworten. Zu WoW, zu meinem Kanal, zu mir. Zu Elder Scrolls Online, was ihr möchtet. Ich bin mal schwer gespannt. Oh, was euch so interessiert. Ich kriege die Krise an den Viechern. Gut wäre, wenn die Stadt EP, weil ich kann ja keine EP mehr kriegen, Ruf geben würden, aber nein. Was war das? Da ist irgendwas geplatzt gerade. Ja, das war jetzt irgendwie schon wieder 2-3 Stück ohne Giftdrüsen. Boah. Da haben wir ja doch noch einiges zu tun, bis wir das alles fertig kriegen. Ich hoffe, hier sind wenigstens mehr Zwiebeln auf dem Feld. Ja, auch das Problem. Jetzt müssen wir auf dem Feld wieder diese Stachelschweine killen. Dann schauen wir mal, wo der Hagedorn ist. Der müsste ja irgendwo hier sein. Wo sind denn jetzt die Zwiebeln? Ach, da sind die Zwiebeln. Na super. Ah, da ist die Frau Hagedorn. Dann helfen wir ihr mal. Oh, hallo. Tut mir leid. Wir bekommen hier nicht viele Leute vom Festland zu sehen. Dieses Grundstück war die Farm meines Mannes, tötet 6 territoriale Stachelschweine. Heieiei, was ein Name. Wollen wir mal? Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich um meine. Möge die See den Zirkel holen. Ja, und jetzt ist nicht nur mein. Tja, mein Gepäck voll, sondern auch noch. So, mein Questlog. So. Drustwar hat echt viele Quests jetzt offen und noch Kräuterquests und alles Mögliche. Also die letzten Stufen der Kräuterkundigen und sowas und Alchemie. Gibt es immer Quests für, damit man 3 Sterne oder so bekommt. Also das Wissen höher bekommt im Crafting-Beruf und tja, dafür braucht man auch Platz im Questlog. Das müssten sie so mal vergrößern. Ich finde 25 Quests ist viel zu wenig. Wenn man mal so ab und zu mal durch die Gegend reist, will man doch mal 1-2 Quests mehr mitnehmen. So, was haben wir da? Inaktiver Gezeitenhüter, okay. So, da sind noch ganz viele Saurolisken. Davon brauchen wir noch 2, dann können wir langsam mal die Frau retten gehen. Oder beweisen, dass sie keine Hexe ist. Jo, und da kommen schon wieder mehr auf einmal hier. Da haben mich doch echt diese Saurolisken umgehauen. Ich glaub's nicht. Nein. Aber das Feld ist nicht weit. Also
laufen wir wieder eine Runde. Ja, diese ganze Questphase ist schon ziemlich lang. Vor allen Dingen, wenn es immer so Quests sind, töte 6 davon, töte 10 davon, sammel 12 hiervon. Aber darüber habe ich mich schon so oft beschwert. So. Also. Ich bin wieder da. Hab noch 8 Stunden immun gegen einige Ärgernisse. Verstehe ich nie, was die mit Ärgernissen meinen. So, bitte lass 2 Giftdrüsen drin sein. Ha, nur eine. Aber besser als nix. Und jetzt noch den. Und dann schauen wir mal. Wenn wir den jetzt gut umgehauen bekommen, dann dürfte es schon fertig sein. Und ja. Oh. Da sind jetzt aber wirklich Meeresstängel. Die brauche ich für meine Alchemie. Und meine Kräuterkunde, die muss ich auch noch hochkriegen. Nee, oder? Die habe ich, glaube ich, schon auf Max, die Kräuterkunde. Ich muss näher ran. Ja, Kräuterkunde ist schon auf Max. Da geht nichts mehr. Aber Alchemie noch nicht. Da kann ich noch einiges gebrauchen. Jetzt fehlt im Endeffekt die Quest für die Frau Hagedorn. Ne, da die Stachelschweinchen. Genau, 5 Stück davon. Dann sind wir durch. Territoriale und invasive Stachelratten. Was sie für Namen hier haben. Aber das finde ich cool bei WoW. Die haben ja so viele unterschiedliche Gegnerarten, also Monsterarten. Da fehlt mir so ein bisschen die Abwechslung. In Elder Scrolls zum Beispiel. Da kommt zwar mit jedem Gebiet so eine kleine neue Unterart, aber irgendwie so ganz neue Gegner, so neues Gebiet. Hier sind jetzt Tiere, die wir noch nie gesehen haben oder so. Ist da leider nie. Also ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. In Orsinium kam das letzte Mal irgendwelche Pinguine oder so. Die waren lustig. Aber das hier ist gerade nicht lustig. Ich habe nämlich den Named gepult. Haha. Ich sterbe gerade wieder am Stück. Ja, warum bin ich gerade gestorben? In dem Zelt ist die Named-Stachelratte. Das Sternchen. Und die habe ich jetzt gerade als Feind gehabt. Das war nicht gesund. Darauf muss man also auch achten. Hm? Und nicht nur quatschen. So. Also. Versuch Nummer 3. Die Felder zu reinigen. Wenn man weiß, dass man den Named nicht pullen sollte, dann klappt es einigermaßen. Die gehen eigentlich gut runter. Ich hatte aber auch überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung, dass ich den eben aus dem Zelt gepult habe. So, noch 2 Stück. Jetzt geht's hier los. Mit meinem Spiegelbild. Dreifachschuss. Finde ich total korrekt. Aber irgendwie macht man halt nicht dreifach Damage. Oder? 10.000, 126, naja, man kann es nicht so wirklich sagen. Jetzt sind sie wieder weg, die Spiegelbilder. Und die Quest ist durch. Sehr cool. Jetzt gibt mir mal hier wieder gut Azeroth-Bonus. Ich brauche das nächste Level vom Herz von Azeroth. Vielleicht kann ich diesem verfluchten Land durch die Wiederbelebung der Felder ein wenig von Sams Güte wiedergeben. Sams Güte. So, dann haben wir jetzt die Bauernquest fertig. Jetzt versuchen wir die Adelige zu retten. Uiuiui. Leute, ihr könnt mich doch nicht immer weiter hier mit den Ätzo nerven. Wofür hat man Unsichtbarkeit? Genau für sowas Lästiges abzuschütteln. Haha. So, liebe Leute, ihr habt da keine Hexe vor euch. Das klären wir jetzt hier mal auf.
erstmal was essen nochmal, falls sie jetzt auf einmal angreift. Man weiß ja nie, wie die Bewohner so drauf sind. Und dann wollen wir doch mal was abgeben von den Quests. Welches Anliegen bringt euch zum Haus Kronstein? So, Zwiebelfeld, damit sie weint. Großartig, ihr habt eine gefunden. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass auf dem Hof nicht mehr viel wächst. Die Leute von Drustwald könnten das ein oder andere von diesen robusten Zwiebeln lernen. So, dann, dass sie bricht, die Giftköder. Gut, dieses Gift sollte den gewünschten Effekt haben. Bäh, ich kann nicht fassen, dass ich das tun werde. Und bei so vielen Blutfliegen sollten wenigstens eine beißen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Die Beweislast. Ich glaube, wir haben alles Notwendige, um die drei Prüfungen der Dorfbewohner durchzuführen. Hoffen wir, dass es reicht, um sie zu überzeugen. Ich bin mir sicher, Wachmeister Leumder scharrt schon mit den Hufen, um endlich mit dem Prozess zu beginnen. Also der hier. Führt an der Galgenschere Prüfungen durch, um Lucilla Kronsteigs Unschuld zu beweisen. Und da gibt's Items, die nicht besser sind, als die, die ich habe. Okay, jetzt muss ich mit dem reden. Wir sind bereit, die Prüfung zu beginnen. Endlich, ich habe wichtige Arbeit. Endlich, der Prozess kann beginnen. Wie es Brauch ist, hat Fräulein Kronsteig die Prüfungen bestimmt, durch die sie von der Anklage der Hexerei freigesprochen zu werden hofft. Sie will, dass dieser Festländer die Prüfungen durchführt. Eine ungewöhnliche Wahl, die ich als Zeichen unserer lauteren Absichten aber erlaube. Die erste Prüfung ist die Tränenprobe. Fräulein Kronsteig hat während des gesamten Prozesses nicht eine Träne vergossen. Kann die Angeklagte überhaupt weinen? Zeigt es uns, auf dass wir unser Urteil fällen. Nun, Festländer, zeigt es ihnen. So, jetzt müssen wir ihr wohl mal die Zwiebeln ins Gesicht schmieren. Zwiebel schneiden. Sie weint, aber Hexen können doch gar nicht weinen. Ruhe, Ruhe! Es könnte sich immer noch um eine Täuschung handeln. Wir fahren mit dem Prozess fort. Die zweite Prüfung ist die Stichprobe. Es ist allseits bekannt, dass auch die hungrigste Blutfliege das üble Blut der Hexen meidet. Lasst die Fliegen frei und seht, wie sie vor ihrem verhexten Fleisch fliehen. Keine Sorge, ein paar Mückenstiche halte ich schon aus. Ja, das denke ich auch. Dann wollen wir mal gucken. Blutfliegen freilassen. Sogar noch mehr zu als sonst. Interessant, aber nicht stichhaltig. Kommen wir zur letzten Prüfung, der Organprobe. Wie man weiß, beziehen Hexen ihre Kraft nicht aus Speis und Trank, sondern aus den Seelen, die sie ihren Opfern aussaugen. Ihre Organe sind völlig leer. Seid ihr bereit, uns das Gegenteil zu beweisen, Fräulein Kronsteig? Das bin ich. Das Gift, Festländer. Okay, die letzte Prüfung. Gift verabreichen. Oh, mir geht's nicht so. Ihr ist schlecht geworden? Wie kann das sein? Vielleicht ist sie doch keine Hexe. Was ist denn mit unserem Dorf los? Ruhe! Ich allein fälle hier das Urteil. Ihr habt mich nicht überzeugt. Das erklärt die Vorkommnisse in Schnitztal nicht. Was? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Ihr werdet erst freigesprochen, wenn wir die Wahrheit erfahren haben über das, was unserem Dorf geschehen ist. Es tut mir leid, Festländer, aber ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten. Jo, dann war's das doch wohl noch nicht. Seid gegrüßt, Festländer. Das hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Es scheint, als läge mein Freispruch wahrhaft in euren Händen.
So, das Ding hier ist teurer, nehme ich das einfach, aber auch nicht besser. Und die Beweislast. Damit haben wir wieder einen Geschichtsfortschritt geschafft. Das ist schon mal super. Und nun können wir uns dem nächsten Punkt zuwenden. Der Fluch von Schnitztal. Wir können den Wachmeister nur umstimmen, wenn wir in Erfahrung bringen, was in Schnitztal geschehen ist. Ich selbst weiß nur sehr wenig. Ein Dorf wurde von irgendwelchen monströsen Wesen überrannt. Ich muss euch bitten, an meiner Stelle dorthin zu reisen, um herauszufinden, was dort vor sich gegangen ist. Ich bin sicher, Marschall Nessner wird den Wachmeister davon abhalten, mir während eurer Abwesenheit etwas anzutun. Tut das für mich, dann werde ich euch helfen, so gut ich kann. Sprecht mit Evelyn Minder am abgeholzten Ufer in Drustwar. So, und dann gucken wir doch mal jetzt ins Questlog und da sehen wir, jawohl, Kapitel 2 von 10 ist geschafft. Jetzt haben wir nur noch 8 Kapitel vor uns. Drustwar wird so langsam aber sicher fertig. Und wir müssen jetzt hier Grabblüten holen. Das ist so das Erste, was ich jetzt mal sage, damit wir hier mal weiterkommen in dem ganzen Gebiet. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal die Grabblüten holen. Das sind halt Geister, die da irgendwie rumfliegen. Sammelt Grabblüten, macht dann eine Salbe, wendet sie an und findet dann Aaron Wappenstein. Was das genau soll, das weiß ich auch nicht. Aber die Quest war halt auf dem Weg zu dieser Verhandlung. Und deshalb helfen wir da einfach mal, ne? Drustwar ist ein ziemlich düsterer Ort. Ziemlich gruselig. Auch im Hellen übrigens. Also auch wenn man tagsüber spielt, ist es hier ziemlich düster. Und jetzt sind wir hier am Grabhügelfriedhof. So, und da seht ihr, da sind schon ein paar Gegner. So, und da sind wütende Geister. Ich gucke jetzt mal, wie viel ich von den Dingern hier finde, ohne zu viel Ed zu kriegen. Ja, und das war mal wieder typisch. Die Ads kommen immer bei mir. Wenn Spiel zu laut ist, sagt Bescheid. Ihr sollt ja alles schön mitbekommen, was ich sage. Ich habe das Spiel relativ leise gestellt. Aber ich weiß halt nicht, ob es reicht. So. Jetzt müssen wir echt hier den ganzen Friedhof leeren. Das ist jetzt hier diese Geister-Sehen-Quest. Die Geister am Friedhof sind sehr aufgewühlt. Ich würde sie ja selbst fragen, warum, aber mir fehlt die Salbe, die mit den, die ich normalerweise nutze zur Kommunikation mit den Toten. Ja, also die Salbe wollen wir jetzt machen. Oh Mann. Mit diesen Grabblüten. Mal gucken, was sie dann so erzählen. Vielleicht werden die dann gelb und man kann mit denen reden. Auf jeden Fall gibt es hier genug von dem Blümchen. Blümchen. So einzelne Geister gehen echt gut platt. Aber wenn sie dann halt zu 2, 3 kommen, ist es ein bisschen doof. Ah, den Schleim brauchen wir nicht, oder? Ah, die sind aber auch in jeder Ecke hier. Ha, so war das doch mal schön. Okay, ich muss doch was wegwerfen. Irgendwas Billiges. Verschrumpelte Zwiebeln. Ja, die kommen weg. Die Wurstdarm brauchen wir auch nicht. Wenn wir jetzt hier so noch ein paar Geister killen müssen, dann kommt auch mal erst von dem Zeug zusammen noch. So. Wie viele Blumen hier sind. 10 Stück davon. Oh mein Gott. Wir sind erst bei der Hälfte, Leute. Eieieiei. Dann erzählt doch mal was. Was habt ihr heute so gemacht? Habt ihr Ferien? Habt ihr noch frei? Habt ihr Urlaub? Wo war da zu Ostern? Habt ihr was zu Ostern geschenkt bekommen? Oder macht man das bei euch gar nicht? Gibt's nur Süßes?
machen immer die großen Geschenke zu Weihnachten, aber Ostern gibt es immer noch mal so was Kleines, so für ein paar Euro und so. Macht aber, glaube ich, auch nicht jeder. So, und jetzt nehme ich natürlich noch die Truhe mit. Wo ich hier schon alles am Aufräumen bin, will ich natürlich auch die Truhe, die da vorne ist. Ha, die habe ich fast übersehen. Jawohl. Die Kriegsressourcen brauche ich sogar. Ich habe nämlich jetzt mittlerweile die App installiert. Und kann jetzt von unterwegs diese Missionen starten hier. Das Problem ist, es kostet immer Kriegsressourcen. Und wenn man dann 2-3 Tage hintereinander diese Missionen startet, ohne die passenden Kriegsressourcen zu haben, dann hat man ein Problem. Weil dann hat man keine Kriegsressourcen mehr und kann keine Sachen mehr starten. Dann hat man die App umsonst. Also, jede Truhe aufsammeln für Kriegsressourcen sind super wichtig. Weil damit kriegt man ja auch wieder Ruf und Azerit. Das ist ja so wie damals in der Garnison, die Anhänger, die man losgeschickt hat, ist das jetzt ja auch hier. Nur halt auf dem Schiff.